Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und im heutigen Video geht es um eine kleine, aber feine Übestrategie, die so ein bisschen im Kontrast zu dem steht, was ich letzte Woche erzählt habe. Im Video von letzter Woche, an dieser Stelle hier oben verlinkt, habe ich ja darüber gesprochen, dass man entspannt sein soll beim Üben, damit man neue Musik nicht mit negativen Emotionen verknüpft. Heute geht es ein bisschen um das Gegenteil. Heute geht es um die Anspannung und um die Konzentration. Und dieses Übe-Rezept, was ich dir heute erkläre, sollte man nur verwenden für Stücke, die man schon gut kennt. Also wenn ich zum Beispiel eine kleine Passage habe, die ich jetzt wirklich auf Perfektion bringen möchte, weil ich sie schon gut kenne, dann kann ich diese Übemethode benutzen. Bevor ich dir genau erkläre, was diese Übemethode, wie diese Übemethode funktioniert, gehe ich erstmal darauf ein, welchen Vorteil sie hat. Oft ist es so, dass wir beim Üben relativ entspannt sind und dass wir uns daher nie in dem Maße konzentrieren, wie wir uns bei einem Auftritt konzentrieren würden. Wir kennen das ja oft, dass wir gerade dann, wenn wir auftreten, sehr viel besser werden, weil wir in den Auftrittssituationen uns keine Fehler erlauben und wirklich perfektionistisch sind. Das heißt, die Stücke, die wir schon gut kennen, die wir viel geübt haben, die bringen wir eigentlich im Auftritt erst zur Perfektion. Aber der Auftritt ist ja eigentlich der Moment, der zu spät ist, um es auf Perfektion zu bringen. Und eigentlich müsste man es ja beim Üben schon auf Perfektion bringen. Und dabei kann man sich ganz gut unter Druck setzen und kann sich auch in so eine Situation bringen, in der man es eben schafft, einen ähnlichen Fokus zu haben wie im Konzert. Das Spiel geht folgendermaßen, und es ist wirklich ein Spiel, man spielt gegen sich selbst. Man nimmt sich die Passage, die man spielen will, und hat für sich eine persönliche Vorstellung von Perfektion, wie es klingen soll. Also sagen, gehen wir einfach mal davon aus, dass es fehlerfrei ist. Fehlerfrei, in guter Intonation, mit einem schönen Klang, sagen wir mal so. Und jetzt spiele ich diese Stelle einmal und wenn es einmal geklappt hat, bin ich bei 1. Jetzt spiele ich sie ein zweites Mal, wenn sie beim zweiten Mal geklappt hat, dann bin ich bei 2. Und dann spiele ich sie ein drittes Mal und wenn sie beim dritten Mal geklappt hat, dann bin ich bei 3. Das Ganze mache ich, bis ich die 10 voll habe. Das Problem ist, wenn mir zum Beispiel beim 6. Mal ein Fehler unterläuft, fange ich wieder bei der 1 an. Und niemand hat Lust, eine Passage 50 Mal zu spielen. Und man möchte ja auch fertig werden mit dem Üben. Und wenn ich jetzt eine Passage habe von 12 Takten, dann muss ich es halt wirklich schaffen, diese Passage 10 Mal am Stück perfekt, was auch immer das für mich heißt in dem Moment, zu spielen. So konzentriert ist man sonst wirklich nur im Konzert. Probier das ruhig mal aus, aber nicht mit Stücken, die du noch nicht gut kannst. Das funktioniert natürlich nur mit Stücken, die du wirklich schon gut kannst. Also wirklich das Spiel spielen 10 Mal. Wenn du es 10 Mal am Stück geschafft hast, darfst du die Stelle weglegen. Und wenn dir zwischendurch sonst Fehler unterlaufen, musst du wieder bei 1 anfangen. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. 10 Mal hintereinander. Perfekt. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Übestrategie. Tolle andere Übestrategien gibt es übrigens auch in unseren Kursen, zum Beispiel in unseren Etüdenkursen. Da lernt man ganz viel darüber, wie man sich Stücke erarbeitet. Die kann ich dir empfehlen. Oder falls du mal etwas Solistisches spielen willst, gibt es auch einen Solokurs. Da wird das Stück Bluebells of Scotland mit 3 Variationen von Jean-Baptiste Aban erarbeitet, wo man auch viel darüber lernen kann, wie man sich schwierige Stellen erarbeitet. Falls dich das interessiert, dann geh auf tubalernen.de/Kurse. Da findest du alle Kurse, zum Beispiel diese Etüdenkurse, aber zum Beispiel auch diesen Bluebells of Scotland Kurs. Dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.
Auf tubalernen.de bringen wir jede Woche ein neues Video. Wenn du diese Videos nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Außerdem kannst du viele andere spannende Sachen auf tubalernen.de finden. Es gibt einen Podcast und einen Blog, ein Lexikon. Das sind alles irgendwie Inhalte, auf die du kostenlos zugreifen kannst. An dieser Stelle siehst du außerdem mein aktuellstes und neuestes Video. Und hier unten siehst du eine Playlist zum Thema Gadgets, die man zum Tuba-Spielen braucht. Hier siehst du alle Infos zu meinem Solo-Kurs Bluebells of Scotland. Viel Spaß und lass uns die Tuba zum Klingen bringen.